Hallo, ich bin die Selina, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Mitarbeiterin in der Doro-Klinik in Lörrach und ich habe vor 4 Wochen meine Nase korrigieren lassen. Meine Nase stört mich eigentlich schon seitdem ich 13 oder 14 Jahre alt bin. Am meisten hat mich gestört, dass ich so einen Höcker hatte, der war sehr stark sichtbar von der Seite und meine Nasenspitze hing immer so weit runter. Ich wollte mich auf Fotos von der Seite gar nicht sehen, ich wollte es direkt gelöscht haben. Da ich ja hier in der Doro-Klinik arbeite, habe ich auch viele OPs mit Dr. Waltenheimer mitgemacht. Ich habe mich eigentlich dann direkt dazu entschieden, diese OP bei ihm zu machen, weil ich davor immer Angst hatte, es bei anderen Behandlern zu machen, weil ich kein richtiges Vertrauen zu denen gefunden habe. Aber bei Dr. Waltenheimer war das einfach direkt da und er hat mich direkt verstanden. Klar hatte meine Familie auch große Sorge. Die kannten das einfach alles gar nicht, so eine Schönheits-OP. Aber die standen trotzdem hinter mir. Am OP-Tag bin ich dann hier angekommen. Ich kannte die Zimmer ja schon. Also ich habe ja selber die Patienten da betreut. Aber selber als Patient da drin zu liegen, war einfach richtig schön. Dann wurde noch mal alles kurz besprochen und dann ging es eigentlich direkt schon in den OP-Saal. Das Aufwachen habe ich mir viel schlimmer vorgestellt. Ich habe gedacht, dass ich Schmerzen haben werde, aber ich hatte wirklich keine Schmerzen. Es war sehr angenehm. Ich wurde direkt in meinem Zimmer gebracht und da durfte ich mich ausruhen. In der Zeit, wo der Gips noch drauf war, hat alles noch gejuckt unter dem Gips. Es war sehr unangenehm am Anfang. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit kratzen, das war wirklich sehr mühsam. Aber sobald ich an was anderes gedacht habe, ging das auch. Nach 2 Wochen kam mir dann mein Gips ab. Es war wirklich richtig spannend. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie es da drunter aussehen wird. Nach ein paar Minuten konnte ich dann endlich meine Nase am Spiegel betrachten. Das war wirklich so ein emotionaler Moment. Mir sind sogar die Tränen gekommen und ich fand meine Nase einfach wunderschön. Jetzt ist es 4 Wochen her. Und ich fühle mich einfach, wenn ich in den Spiegel schaue, viel, viel wohler. Ich kann auch viel besser atmen. Ich weiß gar nicht, warum ich so lange gewartet habe, die OP zu machen, weil ich mich jetzt einfach nach der OP ganz anders fühle. Wenn mich jemand von der Seite betrachtet, fühle ich mich nicht direkt unwohl, weil davor war das so, ich wollte mich direkt zu dieser Person drehen, damit die meine Nase ja nicht von der Seite sieht. Aber jetzt ist es einfach schon viel besser. Ich habe viel mehr Selbstvertrauen in mir.